Hallo WXW Wrestling Academy! In unserem heutigen Main Event wird es ein Battle Royale geben, um den neuen Nummer 1 Herausforderer zu bestimmen auf den WXW Wrestling Academy Cup. Deswegen haben wir heute ein paar Qualifying Matches. Das nächste Match ist ein Qualifying Match für eben diese Battle Royale. Ein Singles Match angesetzt für einen Fall. One Fall! Die WXW Academy, wie wir sie hören wollen, auch hier im Jahr 2022. Und nach seinem Debüt will er erneut angreifen. Er kommt aus Münster, es ist Danny Frey! Ja, er ist hier willkommen. Mal sehen, wie es um seinen Gegner steht. Ich rufe seinen Gegner. Aus Warschau, Polen, Jacob Gray! Aber natürlich sind hier alle willkommen in der WXW Wrestling Academy. Auch Jacob Crane aus Polen in seinem Qualifikationskampf für die große Main Event Battle Royal. Und an dieser Stelle natürlich nochmal ein herzliches Willkommen auch an euch da draußen am heimischen Endgerät eurer Wahl. Mein Name ist Sebastian Eulmichel, ich begrüße euch jetzt hier zu unserem ersten Fight bei WXW Wrestling Academy Live Volume 2. Jacob Crane ist auf jeden Fall bereit, hier und heute in die Battle Royale einzuziehen. Who are you? Who are you? Who are you? Who are you? And who are you? Monty. Das ist ein freundliches Hallo hier an den Fan in der ersten Reihe. Markus Weiß, der Referee in diesem Match, gibt jetzt gleich den Kampf frei. You're acting like a bad guy. What? Awesome, man. I just deserve something more than just... No, just give me something more. And a patient I came here, right? It's enough. It's enough. Convince me, I'm sorry. Maybe I was wrong. Okay. I'll convince you. Please stop. Please stop. Was sehr überzeugend, Jacob Crane. Klarer Größenvorteil bei Danny Frey, aber etwas mehr Erfahrung natürlich in den Händen von Jacob Crane. If they're not impressed with me, you impress them. Let's go. Face up. Let's go. Show your bicep. Like this. Schmied ihn um, Danny. Listen. Do not go in the shoulder. No! I'm sorry. Hier wird nicht posiert, hier soll jetzt gerungen werden. Danny Frey will den Spot. Debüt, wie gesagt, gemacht im November 21 bei Volume 1 der Wrestling Academy Live Events. Und nach seinem Debüt wird der nächste Schritt natürlich in die Battle Royale einzuziehen. Wie gesagt, der Größenvorteil, der ist optisch erkennbar. Aber ist das hier die Erfahrung oder ist das die Kaltschnäuzigkeit oder die Gerissenheit von Jacob Crane? Ich weiß es nicht. Ja, er will hier die Leute beeindrucken, hat er gesagt. Aber Jacob Crane hier eher wie am Rande eines Löwenkäfigs. Aber er kriegt tatsächlich den Chop rein. Und die Antwort ist der Slam, jawohl! Das muss er doch sein! Da ist er!
Oh, aber da wieder diese Kaltschnäuzige. Der nutzt die Seile, aber das nützt ihm nichts. Danny Frey übernimmt jetzt hier, oh, dachte ich, die Kontrolle abseits des, mit dem Rücken zum Referee. Das ist die Chance für Jacob Crane. Durch die Haare, in die Augen. Und der Kick noch oben drauf. Ja, jetzt hat er hier die Kontrolle. Er hat jetzt hier den Vorteil. Jetzt kann er sich natürlich gerne feiern. Oder will sich gerne feiern lassen. Und wenn er das Ding hier gewinnt, dann ist er in der Main Event Battle Royal. Wen würdet ihr dort gerne sehen? Teilt es uns mit. So wie die Fans hier in der Halle. Facebook, Instagram und Twitter. Eure Kanäle, eure Zugänge. Aber der Referee scheint jetzt hier den Zugang zum Match gefunden zu haben. Zu Jacob Crane. Die Ermahnung nach dem Griff in die Augen. Nachdem die Fans hier schon... Kick out bei 1. So sieht's aus. Aber die Fans waren da. Die Fans mit der Unterstützung für Danny Frey. Und die braucht er jetzt auch, um aus diesem Loch sich wieder herausgraben zu können. Aber keine Gelegenheit für ihn. Die Schelle sitzt. Keine Aufgabe. Deutlich angesagt. Da gibt's wahrlich keine Sprachbarriere. Die Kommunikation ist klar. Nicht so wie zwischen Jacob Crane und dem Publikum in der Anfangsphase dieses Matches. Oh! Und er macht genau das Richtige. Das ist vielleicht wirklich die Erfahrung. Hält ihn am Boden. Lässt ihn gar nicht erst aufstehen. Die Kicks sitzen, aber es ist nur ein Two-Count. Nur für 2. Aber der psychologische Vorteil, der ist natürlich da. Danny Frey mit großen Problemen. Oh, aber nicht der Backstabber. Stattdessen dreht er das Ding jetzt hier rum. Der Vorarm sitzt und er führt ihn quer durch den Ring. Wunderbar gemacht, auch zum zweiten Mal. Ab geht's, hoch zum Suplex. Aber den kriegt er nicht, den kriegt er nicht. Kriegt er ihn doch? Vertical Suplex und der sitzt. Und da seht ihr es auf dem Gesicht von Jacob Crane, Danny Frey auf dem Weg. Nein! Ist es denn die Möglichkeit? Da war er endlich ans Laufen gekommen. Aber jetzt der Reversal. Hat ihn, schwingt ihn durch. Oh. Nur für 2. Hat ihm hier die Katerberger Nacht gezeigt, hat ihn durchgeschwungen, ordentlich durchgeschüttelt, aber nur für 2 und jetzt muss er dranbleiben. Jetzt muss Danny Frey sein Heil in dem Sturm nach vorne suchen. Mal wieder ist es Jacob Crane mit der Gewichtsverlagerung und der Backstabber sitzt. Und es ist tatsächlich der Sieg. Ich kann's der nicht fassen. Sieger durch Pinfall, Jacob Crane. Ich kann es nicht fassen. Jacob Crane hat's geschafft. Hat Danny Frey besiegen können. Immer wieder, wenn der seine Kraft, seinen Körpervorteile hat, versucht zu entfalten. Ja, dann war Jacob Crane da und der Backstabber am Ende. Einmal verhindert, so beim zweiten Mal durchgegangen. Der Sieg für den Mann aus Polen, Jacob Crane, der damit im Main Event ist. Heiß sind wir gestartet, heiß machen wir weiter mit dem nächsten Qualifying-Match. Ein Singles-Match eingesetzt für einen Fall.
Weiter geht's mit dem Qualifying für den Main Event. Was ein Biest hier in der Halle, in Katerberg, in der WXW Academy. Von der Monster Island, Tempesta. Das wird eine Aufgabe, das sag ich euch. Ich rufe seinen Gegner. Und da kann's nur einen geben. Den Alpha Kevin. Er ist wieder da. Und bereit, in den Main Event einzuziehen. Aber, wie gesagt, eine große Aufgabe für ihn. Kommt aus Duisburg Academy, hier ist der Alpha Kevin! So sieht's aus. Aber die Matte ist auch ihm heilig. Das steht auf jeden Fall fest, vor allen Dingen hier in der WXW Wrestling Academy, wo er alles gelernt hat, was er gebraucht hat. Wir erinnern uns an seine glanzvollen Momente. Auch auf der großen Bühne in der Turbinenhalle, auf den Touren der WXW. Quer durch die Republik, ob es auch Six-Man-Tag-Matches waren, der Mann war immer da, der Alpha Kevin. Und jetzt gegen Tempesta. Wir haben vorhin über Körpergrößenvorteil gesprochen in unserem Eröffnungskampf. Aber das spielt nicht immer unbedingt eine Rolle, das haben wir auch schon gesehen. Und der Alpha Kevin natürlich jetzt hier, der Mann mit der großen Erfahrung. Schicken wir wieder zurück. Von den großen Ringkämpfen quer durch die Republik, wie gesagt. Oh, aber es soll hier den Schlagabtausch, das Kräftemessen im Duell geben. Oh, was hat er noch im... Der Alpha Kevin, wie er lebt und lebt. Vintage Alpha. Oh. Kevin. Ja, der hat auch gesessen, aber der dreht hier durch. Kein DDT, stattdessen den Superkick angesetzt. Tempesta mit Problem, da ist der DDT. Der Alpha Kevin, wie eh und je außer Rand und Band, aber nur der One Count angezeigt von Markus Weiß. Package Piledriver, nein. Damit war er schon mal so kurz davor, selbst den größten Titel zu gewinnen, die WXW Unified World Wrestling Championship. Stattdessen der Elbow von Tempesta. Oh, und die große Clothesline. Nur der Two-Count. So sieht's aus. Nur die zwei. So geht's ab in der WXW Wrestling Academy. Und ich habe gesagt, wie der Alpha Kevin hier ja, gestählt und geboren wurde in der WXW Academy. Und natürlich auch vorher im Vorgängermodell, dem Westside Dojo. Und wir machen ja auch die nächsten Schritte mit der Academy in diesem Jahr. Ihr habt es sicherlich mitbekommen auf den Social Media Kanälen. Ich sag's gerne nochmal: Facebook, Instagram und Twitter. Dort findet ihr alles, was ihr wissen müsst über die WXW und die WXW Academy. Oh! Aber auch der Schlag sitzt. Von Tempesta. Versucht hier den Arm rauszudrehen. Modifiziert hier den Dragon Sleeper zu seinen Gunsten. Aber wie deutlich angesagt, keine Aufgabe vom Alpha Kevin. Natürlich nicht. Oh,
Snapman Takedown, der Kick in den Rücken. Den will er wegstecken. Trotzdem kriegt er das Cover nur für eins. Ich dachte schon, das wäre jetzt die Überraschung, aber die Überraschung erfolgt auf dem Fuße. Tempesta wieder oben auf. Mit seiner Physik kommt hier immer wieder zurück gegen den Alpha Kevin. Lässt sich hier nicht veralbern. Ich hau zurück hier auf die Fresse. Wow! Also, das ist wahrscheinlich vom Kämpfer aus Oberhausen abgeschaut, von Mike Schwarz, der Alpha Kevin. Soccer Kick. Oh, das war's. Das war's. Cover. Wir haben einen weiteren Teilnehmer. Nein, haben wir nicht. Der Alpha Kevin bleibt hier am Leben in diesem Match. Sehr zur Freude der Fans in der WXW Academy. Und die Anfeuerung, die brauche ich jetzt. Aber er hängt hier nicht nur sprichwörtlich in den Seilen. Oh. Da ist er wieder! Da ist er wieder! Unsterblich! Unser Alpha Kevin! Deckt ihn ein! Oh, normal! War das gerade ein Handkantenschlag? Wo hat er den denn ausgepackt? Oh! Da feuert er die Salven ab! Oh! Die Handkantenschläge gegen den Hals! Unglaublich! Kevin! Kriegt ihn nicht! Tempesta kriegt ihn auch nicht! Was ist hier los? Das gibt's nicht! Brainbuster! Das Bein eingehakt! Und jetzt nochmal das Bein einhaken! Für das Cover, wer tut's nicht? Geht auf die Arme! Und es ist der Kickout bei zwei. Hätte er vielleicht die Beine dann doch nochmal eingehakt, um den Druck auf die Schultern zu erhöhen? Wäre das vielleicht der Sieg gewesen, aber der Alpha Kevin hat natürlich noch eine Waffe im Petto. Wenn er die durchbringt, dann war es das für Tempesta. Aber der befreit sich. Go behind. O'Connor Roll, nein! Im Seil festgehalten. Close line. Diesmal fällt der Kevin aber nicht. Oh, der fällt ihn! Er fällt ihn! Brainbuster, Lariat, und da ist er! Da ist er! Package Pile Driver! Oh, die passende Antwort! What's your laces, bro? Jetzt kann er warten, jetzt kann sich Tempesta ein wenig Zeit nehmen. Oh, um auf den perfekten Moment zu warten für den Double Footstop. Cover! Nur für zwei! Alpha Kevin bleibt im Match. Oh, aber da geht's aufs Knie! Da geht's aufs Knie! In der Submission schreit er den Schmerz heraus, der frisch verlobte Mann von Melanie Gray. Er muss jetzt daran denken, wenn er zurück an die Erfolgsspur will, in den Main Event nicht aufzugeben. Und das rettende Ufer ist da. Das rettende Ufer ist da. Meine Güte, was für ein Kampf. Das habe ich so nicht erwartet. Zwischen dem Alpha Kevin und Tempesta. Kommt da noch eine? Nein! Aber was? Was ist das? Aus dem Nichts! Packet, nein! Peppert! Versucht er hier einen Hafen-Suplex? Nein! Es gelingt nicht! Er stottert ihn! Und jetzt Pile-Driver ihn!
Amalgar zum Package Pile Driver. Der Alpha Kevin damit doch sicherlich fix im Main Event, jawohl. Der Sieger durch Pinfall, der Alpha Kevin. Die Submission hatte gesessen. Und Blut an der Lippe nach den Clotheslines von Tempesta. Hart verdienter Arbeitssieg vom Alpha Kevin. Damit im Main Event in der großen Battle Royal um dem Number One Contender Spot. Er hat es geschafft, der Alpha Kevin! There is nobody quite like the Ring General, Walter! Walter and Cara Noir for the first time ever. Das hier ist Kunst. One of the most unforgettable nights in the history of West Side Extreme Wrestling. Absolute Andy making his return to a WXW ring. Oh my goodness. Oh my word. You have just witnessed a masterpiece in Oberhausen. Ja, auch der Alpha Kevin ist damit in der heutigen Battle Royale. Und weil wir noch einiges anstehen haben, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Qualifier-Match. Ein Singles-Match angesetzt für einen Fall. Und da ist er, der Five-Star-Mustache. Aus der Slowakei, Pretty Ricky Sky. 5 Sterne Mustache. Der Bart, der sitzt auf jeden Fall und er hält dem Publikum den Spiegel vor. Ricky Sky. Möchte hier gerne auch natürlich in den Main Event. Ich rufe seinen Gegner. Aber die Leute können es nicht fassen, denn... Aus Wien, Österreich, Dario! So sieht's aus! Ein Ausnahmetalent aus Österreich, jetzt hier bei uns in der WXW Academy. Dass wir dann aufeinandertreffen, dass es wie auch die beiden Matches zuvor in sich haben wird. Beide sind bereit, beide sind ready. Hier abzuliefern. Und das müssen sie auch. Um am Ende auch im Main Event bestehen zu können. Five-Star-Mustache, wie erwähnt, Ricky Sky. Und Darius aus Wien. Natürlich von den Großen gelernt. Aber hier beide in der WXW Academy mit der Möglichkeit, in die Battle Royale einzuziehen und damit dann auch eventuell den Cup zu gewinnen und dann an dem Punkt zu sein, wo zum Beispiel ein Santos schon ist, wo ein Norman Harras schon länger ist als ehemaliger WXW Shotgun Champion, auf die ganz große Bühne zu kommen. Und das wäre natürlich hier ein schneller Weg. Bei WXW Wrestling Academy Live Volume 2 direkt durchzustarten. Um den Titelträger anzugreifen. Wunderschöner Dropkick. Die Athletik im Einsatz gegen den Bart von Ricky Sky.
Aber die beiden natürlich auch hier vor einem Publikum, das sie noch nicht so gut kennt, aber lieben lernen wird, da bin ich mir sicher. Weicht hier aus, Garmin Giri direkt die Möglichkeit für Darius nach oben zu steigen und oh, ich dachte den Flügel aus seiner Hose, den Nachdruck zu verleihen mit einem Sprung in den Ring, aber stattdessen stürzt er hier auf die Matte. Hier in den Herrenhallen der WXW Academy. Ihr könnt natürlich auch mit dabei sein beim nächsten Event. Oh, da geht es mit dem Gesicht voran gegen den Ringpfosten. Lange dauert es nicht mehr bis zu Volume 3 hier in der WXW Academy. Dann auf jeden Fall über die Social Media Kanäle am Ball bleiben und sich die Tickets sichern, dabei zu sein. Cover nur für eins. Ja, das, wie die beiden Kämpfe zuvor, wird hier mit harten Bandagen operiert. Und die Fans sind da, die Fans sind wach. Sie wollen auf jeden Fall sehen, dass Darius sich hier zurückkämpft. Nach diesem Absturz vom obersten Ringseil auf den Hallenboden. Das ist natürlich die Möglichkeit zur Befreiung. Aber er zwingt ihn nur zu einem One-Count und kann das Ganze wieder zurückverlagern. Aber immerhin steht er jetzt. Immerhin ist er wieder auf den Beinen. Und Power Slam, schnell gezogen. Da fällt ihm ja fast der Bart ab, aber es ist nur der Two-Count. Was für ein schnell gezogener Power Slam von Ricky Sky. Meine Güte, sich direkt hier mit den Gastgebern anzulegen. Hat er vergessen, sagt er. Na gut. Aber das sind die Regeln. Der Uppercut sitzt. Und auch der Whip diagonal. Trotzdem ist der Ellbogen oben. Der Bart scheinbar auch. Und jetzt will er endlich fliegen. Schafft er es dieses Mal? Nein! Unglaublich, das hat zu lange gedauert. Er wollte spektakulär lösen. Und das ist vielleicht sein Ende. Nein! Immerhin der Kickout hält hier seine Chancen am Leben auf die Teilnahme an der Battle Royale. Darius, er wollte es ganz spektakulär machen. Und am Ende ist er hier in die Fänge geraten von Ricky Sky, der den Elbow Drop direkt nachsetzt. I'm pretty Ricky. Er ist nicht sehr schön anzuschauen. Ich glaube, das ist falsch. Das hat ihm nicht gefallen. Jetzt vielleicht nicht mehr, nach dem Boot ins Gesicht von Darius. Ah, dann greift er auch noch nach. Er ist den Tritt hier in die Nasenregion und dann der Griff ins Gesicht. Habt es gehört? 40 Euro Geldstrafe für Pretty Ricky Sky. Ja, das tut weh. Wie viel Bartwachs er sich hätte davon kaufen können. Oh, aber jetzt ist es Darius Sensui Giri aus dem Nichts. Das ist die Eröffnung, die ihr braucht, ins Match zurückzukommen.
Das Ding ist noch nicht vorbei. Er muss jetzt aber an sich glauben. Er muss jetzt kanalisieren, was er drauf hat. Und er will es unbedingt auf die spektakuläre Art. Die Schulterramme sitzt. Rollt sich über, nimmt den Anlauf. Und auch der zweite Elbow sitzt. Und die große Schelle. Ist es das? Oh, nicht perfekt genug. Nur der Two-Count. Hat zwar das Bein schön eingehakt, trotzdem der Kick-Out von Ricky Sky. Schafft es jetzt über die Submission, aber er kriegt den Armband nicht rein. Oh. Und löst jetzt hier den Griff mit der Bombe gegen Darius. Aber der zieht nach. Der Lock sitzt, die Beine um den Hals geschlungen. Ist das jetzt das jähe Ende für Pretty Ricky Sky? Oh, sind die Schultern unten? Nein. Aber stattdessen die Befreiung. Und der Tritt ins Gesicht. Im Seil jetzt hier gelöst, noch gerade bei drei. Der Kampf kann fortgesetzt werden. Oh-ho-ho! Der Spinning Heel Kick bringt jetzt erneut nochmal die Möglichkeit für Darius hier durchzuatmen. Der junge Mann aus Wien pumpt sich hier auf, nimmt das Publikum in der WXW Academy mit, geht zum Top Rope, will es jetzt wissen. Aber es ist, oh, Markus Weiß in die Seile geschubst. Was ist das nur für eine Art und Weise? Ja, so schlau. Möchte er gerne sein. Und es ist die Blue Thunderbomb. Die Bartenden können wieder gezwirbelt werden, wie bei der Blue Thunderbomb. Der Sieger durch Pinfall, Pretty Ricky Sky. Pretty Ricky Sky hat's geschafft. Ist damit eingezogen über dieses Qualifying Match in den Main Event, in die Battle Royal. Ich hoffe, bis dahin sind er und sein Schnurrbart wieder fit, um anzutreten. Schade für Darius, der es mit Risiko versucht hat, aber nicht zum Erfolg kommen konnte gegen Pretty Ricky Sky. Willkommen bei WXW Back to the Roots 2022! Unglaublich! Diese Matchserie wird auf jeden Fall in die Annalen der WXW-Geschichte eingehen. 16 Karat is right around the corner. A pass. Und nach diesen Worten hier jagt er sie hier quer durch die Turbinenhalle 1. Oh mein Gott! Es kann nur einen geben zwischen Guns und Light. So, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Qualifying Match. Diesmal ist es allerdings was Besonderes, denn das nächste Match ist ein Tag Team Match und beide Mitglieder des Siegerteams ziehen ein in die Battle Royale. Deswegen, wir machen weiter. Das nächste Match ist angesetzt für einen Fall. Ein Tag Team Match um die Qualifikation hier in der WXW Wrestling Academy. Ihr habt's gehört, beide Teilnehmer des Siegerteams sind dann auch in der Battle Royal und damit natürlich spezielle Voraussetzungen.
Aus Ulm Echo, aus Kassel Kilo, Project Justitia! Ich rufe ihre Gegner. Aus Schlittau, Joey, Cody, die Draufgänger! Ja, die beiden sind ready, das kann man sehen. Zwei ungleiche Teams, die hier aufeinandertreffen. Ja, Joey Light und Cody Kidman eröffnet. Joey Light eröffnet hier für die Draufgänger. Und Projekt Justitia mit Echo, der hier öffnet. Und Kilo in der Ecke. Hoffe ich, dass Foxtrot Uniform und Charlie nicht noch dazukommen. Aber das ist natürlich jetzt hier wirklich ein Match. Ich möchte sagen, zwei Blockwarte gegen zwei Rockstars. Und da wird es direkt turbulent, das war zu erwarten. Es geht um viel, es geht um die Teilnahme am Main Event. Und Markus Weiß muss hier die Ordnung wiederherstellen zwischen Project Justitia und den Draufgängern. Aber jetzt die Möglichkeit für Joey Light und Cody Kidman. Ja, wunderschöne Double Team Action. Das ist Tag Team Wrestling Cover. Aber hier nicht die Möglichkeit, direkt Kapital zu schlagen. Oh, Tag im Rücken, zumindest hörbar. Gerade noch sichtbar am Bildschirmrand für euch. Double Team Manöver geht trotzdem durch. Ja, das war eine Finte. Das ist eine Falle. Kilo mit dem großen Back Suplex. Unglaublich. Ja, Joey Light jetzt mit einer Aktion rausgenommen. Und Echo hat auch wieder alle beieinander. Und Echo und Kilo gemeinsam gegen Joey Light. Und Cody Kidman kann nur zuschauen. Bei deren Double Tag Team Shoulder Tackle. Die Fans stehen hinter den Draufgängern. Okay, kein Wunder. Normalerweise sind noch die Draufgänger eher die, die im Club sind. Und Leute wie Project Justitia, die vor dem Club stehen. Aber da können sie gerne mal für Ordnung sorgen. Aber das hier scheint ihre Form zu sein. Oh, für Law and Order zu sorgen. Was für ein Body Slam von Echo. Oder Echo, man weiß es nicht. Come on! Ja, hallo, Referee. Jawohl.
Markus war jetzt sofort hier wieder Herr der Lage. Mein Gott, kümmert dich doch nicht um Seil, sondern um diesen Griff hier. Ja, Griff an der Nase. Markus Weiß achtet jetzt nur auf das Wechselseil. Klar, das sollte man tun. Das hat uns auch der Coach Robert Reisker schon verdeutlicht in den letzten Monaten, wie wichtig das Wechselseil ist. Wechsel. Klar, bei der Käfigschlacht gab es keins. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr, hoffentlich. Auch nicht im Kopf von Anil Marek, der später ja noch zu sehen sein wird. An der Seite von Robert Reisker. Also wir haben mehr Tag-Team-Action heute noch hier in der WXW Wrestling Academy. Aber stattdessen Kilo, der hier durchrollt. Oh! Ja, Cover konnte hier natürlich gezählt werden. Es war keine illegale Aktion, aber bis 5 muss natürlich der Tag-Team-Partner den Ring wieder verlassen haben. Und jetzt spielt er mit seinem Gegner, Joey Light. Den sollte man aber nicht unterschätzen. Der wird die Möglichkeit haben können, zum Wechsel zu kommen. Vielleicht mit dieser Ablenkung. Aber nein, er krabbelt in die falsche Ecke. Unglaublich, was spielt sich hier schon wieder ab? Wechsel ist gemacht, den Wechsel mit Wechselseil, den lernt man ja auch sehr gut in der WXW Wrestling Academy. Und das könnt auch ihr, wenn ihr mal reinschauen wollt. Alle Infos, Gericht ihr natürlich und Joey Light, nein! Ich wollte gerade so schön übermoderieren, dass Joey Light jetzt hier den Wechsel schafft. Und ihr ihn auch so schön attackieren könnt. Wie ein Cody Kidman. Aber nein. Es ist erneut Kilo. Mit dem Überwurf. Jetzt Joey Light beinahe ausgeschaltet. Ja, Justitia muss wirklich blind sein. Keine Frage. Ja, ist das hier zu viel des Guten? Muss das denn sein? Oh, der deckt hier die Ecke ab. Da ist der Whip in die Turnbuckle nicht erfolgreich. Wirft sich hier in die Schusslinie. Cody Kidman für seinen besten Freund, die Draufgänger. Beim Wechsel, nein, wieder nicht. Aber der Double DDT. Von Joey Light und die Halle ist außer sich. Hier der WXW Wrestling Academy. Und ich sag's gerne nochmal, wenn ihr auch euren Weg in den Ring finden wollt, dann könnt ihr das tun, hier bei uns, bei der Wrestling Academy. Aber den Weg finden, so wie ihr in die Wrestling Academy, das muss jetzt Joey Light in seine Teamecke. Ist der Wechsel möglich? Ja, ist er. Schafft er ihn? Was macht er denn? Jetzt hat er ihn. Der Wechsel ist gemacht. Kann nicht mehr verhindert werden von Enko. Und Cody Kidman, endlich im Match, mit dem Gesicht voran in die Matte gehämmert. Echo, Kilo, ausgeschaltet. Wechsel gemacht. Double Team, geplantet. Cover, ist es das? Nein. Es wäre beinahe die Teilnahme gewesen am Main Event. Jetzt übernehmen Sie hier wieder die Kontrolle. Das gibt's doch nicht. Oh, schön gemacht. Das muss man Ihnen lassen. Und ist es der Sieg? Das darf nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Die Sieger durch Pinfall, Echo, Kilo, Project
Justitia! Wie konnte das passieren? Auch die Draufgänger können es nicht fassen. Cody Kidman abgeräumt. Und den wieder frisch eingetaggten beim Double-Team-Manöver Joey Light gepinnt. Kilo Echo. Projekt Justitia damit gemeinsam in der Battle Royale. Das ist natürlich ein Vorteil für sie. It was the last event before the pandemic. It's WXW's biggest event of the year. For the first time in 2 years, it returns. Okay, tonight it's about to be legendary. First place, we never come in secondary. Yeah, best get out the way. We about to play, shut up, we about to shut it down. Ein Qualifying Match haben wir noch. Deswegen machen wir jetzt weiter mit einem Singles Match, angesetzt für einen Fall. Er kommt aus Tel Aviv, Israel, Yuval Goldschmidt. Ich rufe seinen Gegner. Schaut in diese Augen. Und wisst ihr, was die Stunde geschlagen hat? Er kommt aus Bremen, es ist Oscar! Und hier treffen jetzt wirklich zwei athletische Hünen aufeinander. Aber Yuval Goldschmidt weiß natürlich um seine Stärken. Er weiß, was für ein guter Athlet er ist. Wir haben auch schon mitbekommen, dass er weiß, wie schnell er ist, wie gut er ist. Zumindest denkt er das auch von sich selbst. Aber Oscar, den kennt ihr nicht erst seit Back to the Roots. Auch im Hauptprogramm der WXW natürlich mit auf der Karte. Ihr habt die irren Augen gesehen. So, können wir dann jetzt anfangen? Sind wir bereit? Jawohl, der Ring ist frei, aber oh. Die Seile auch, die Halle auch. Genug Platz, wegzulaufen vor Oscar. Aber jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr. Jetzt hat er ihn am Schlawittchen. Und da fliegt er. Meine Güte. Bis fast über die Stadtgrenze. Fast wäre er in Gelsenkirchen gelandet. Oh, wunderschön gemacht von Oscar. Yuval Goldschmidt mit Problemen. Nicht der erste Wrestler, der seinen Weg aus Israel hierher gefunden hat, in die WXW Academy, und er fliegt daran, wird abgefangen. Ja, da war die Angst hörbar.
vor dem Einschlag auf den Ringrand. Versucht jetzt den Attacken irgendwie zu entkommen. Aber es gibt kein Entkommen vor Oscar. Was ist denn jetzt? Ich dachte schon, er will ihn hier aus dem Ring raus, Clothesline. Ich habe eben noch über das Selbstbewusstsein gesprochen von Yuval. Oh. Er dachte, er wäre jemand kommen, aber nein, Griff in die Nase, in die Augen. Jetzt hat er Platz. Jetzt wartet er auf Oscar. Immerhin, der hat gesessen. Ja, und jetzt kann er attackieren, jetzt kann er angreifen. Jetzt hat er die Möglichkeit, jetzt ist er nicht mehr ängstlich. Jetzt hat er ihn da, wo er ihn haben wollte. Oh! Nicht gut, gar nicht gut. Gegen das Knie, aber Yuval Goldsmith hat es sofort gesehen. Was er mit dem Clip angerichtet hat, das vollendet er hier mit der Attacke gegen das linke Bein von Oscar. Wer will weitermachen? Natürlich Oscar. Jetzt wird er ein bisschen übermütig, habe ich so das Gefühl. Aber es könnte ihm zum Verhängnis werden. Und Oscar ist bereit für die Clothesline. Oh, ein Dropkick gegen den Knöchel, meine Güte. Super brutal, aber auch super schlau von Yuval Goldsmith. Den Hünen hier nicht zur Entfaltung kommen lassen. Es wird gegen die Gelenke gearbeitet. Oh, was für ein Tritt. Das ist die Möglichkeit für Yuval Goldsmith, hier den Sieg zu holen gegen einen schon bereits etablierten Mann in den Reihen des WXW-Hauptkaders. Das darf man nicht vergessen. Das ist diese Möglichkeit hier. Oh, durchaus sicherlich gefällt es, klar, aber so kommt er nicht voran. Ja, jetzt will er sich entschuldigen. Aber nicht mit Oscar. Back Elbow, der Vorarm. Wieder der Elbow. Der explodiert hier schon wieder. Kommt er damit nochmal durch? Ja, jetzt tut ihm natürlich leid. Doppelter Überschlag. Beinahe zweieinhalb. Nee, nicht die drei. Aber so fokussiert wie Oscar ist, ist das nur noch eine Frage der Zeit. Ah. Und wieder gegen das Bein. Wieder der Clip und es sind Schläge in die Kniekehle. Da hat sich der Blick schon wieder gewandelt auf dem Gesicht von Yuval. Oh, Back Body Drop. Aber er steht hier, der hat ihn gestanden. Aber nicht verlangen. Der Fall
faltete sie zusammen wie bei einem Autounfall von einem Smart unter die Räder eines Lastenkippers. Oscar hat ihn. Der Sieger durch Pinfall, Oscar. Oscar überrollt hier Yuval Goldsmith. Was ein Match am Ende. Der musste einiges einstecken, Oscar. Und ist zurückgekommen, der Mann mit dem Ehrenblick, mit dem Sieg hier in der WXW Wrestling Academy. Oscar triumphiert. Welcome back to Oberhausen, back to the roots 2022. A much anticipated rematch between two exciting young stars. Fear the Crossfire! He is the number one contender. Tristan Archer's a low blow from Archer. The Vanny Ultermin, he's gonna fight on here. Kipichler! For the love of God, this has gone too far. In der Pandemie ist viel passiert, auch besonders hier in der WXW Wrestling Academy. Deshalb rufe ich jetzt jemanden zu mir, der dazu mehr sagen kann. Dankeschön, Dan. Dankeschön, Wrestling Academy. Schön, dass ihr alle hier seid. Am ersten Event im neuen Jahr, im Jahr 2020. 2022, das kommt raus. Outtake. Ja, ihr wisst, was das heißt, wenn ein Trainer hier steht. Dann heißt es Debüt. Eigentlich steht ja hier immer ein Österreicher mit etwas mehr Masse, aber Arnold Schwarzenegger ist noch in Kalifornien. Und beim jetzigen Debüt konnte ich es mir nicht nehmen lassen, denn der Teilnehmer, der jetzt gleich zum Ring kommt, das wischen wir weg. Mal eben bitte schnell wegwischen, ist gefährlich. Rutschgefahr, bitte einmal aufwischen. Also, der nächste Teilnehmer, der jetzt gleich zum Ring kommt, mit dem habe ich eine kleine Vorgeschichte. Denn vor gut 10 Jahren ist er ins Westside Dojo gekommen. Das Westside Dojo, für die es nicht wissen, das ist die Vorgängerschule der Wrestling Academy, da wo ich die ersten Schritte hier im Ring gelernt habe. Und mit diesem jungen Mann habe ich seither eine gute Freundschaft gepflegt. Er ist Musiker, immer wenn ich Zeit hatte, bin ich zu seinen Konzerten gegangen. Und wir waren immer in Kontakt und vor 1,5 Jahren hat er sich dazu entschieden, wieder seinen Wrestling-Traum zu verfolgen. Er hat sich hier angemeldet und im Superschnelldurchlauf alle Klassen durchgemacht. Er ist unfassbar talentiert, er ist ein richtig guter Junge und ich freue mich aufs Ganze, ganz Herzlichste, dass ich ihn jetzt begrüßen darf, denn eigentlich wollte ich gegen ihn zuerst kämpfen, aber beim Wrestling ändern sich halt Sachen im Handumdrehen. Aber ich wünsche ihm deswegen gleich schon mal viel Erfolg und alles Gute und ich hoffe, ihr gebt dem lautesten Applaus, den die Wrestling Academy jemals gehört hat, für Elia Blum! Ihr habt's gehört, Elia Blum auf dem Weg zum Ring. Halbblut-Musiker, Halbblut-Wrestler, aber voller WXW Academy-Wrestler.
Mal sehen, ob es der Schnelldurchlauf gebracht hat durch alle Klassen der WXW Academy hier für sein Debüt. Ich rufe seinen Gegner. Superstar Norman Harald! Ja, was für ein Debütgegner! Blum gegen Haras. Ehemaliger zweifacher Shotgun-Champion Norman Haras. Gegen Elia Blum. Erster Lockup. Es wird kein einfaches Debüt-Match. Rotation hat viel erzählt, was diesen jungen Mann ausmacht. Super, also herzgreift wie im Training, dann kann das hier natürlich was werden. Ja. Norman Harras zieht die Schelle ran. Oh, nimmt aber hier den Druck vom Handgelenk, Elia Blum. Seinerseits bindet er den Arm, dachte ich, auf dem Rücken. Oh, aber er kriegt ihn nicht rum. Er kriegt ihn nicht rum. Kriegt den Armdrag nicht durch. Bevor er jetzt hier das große Shoulder Tackle bekommt. Kein Vertrauen bei Elia Blum gegenüber Norman Harras. Aber das ist okay und da kommt der Shoulder Tackle. Aber jedes Debüt war bisher schwer für die Newcomer in der WXW Academy. Aber erst überhaupt, ja, überhaupt das Training so weit zu bestehen und hier Abschlussprüfung zu feiern, wäre ja schon mal was. Der Whip und der Shoulder Tackle. Gangster. Elia Blum, yes, hat er den Armdrag. Und jetzt sitzt auch direkt die Folgeaktion. Und auch da lässt er ihn aussteigen. Unorthodox, aber es hat geklappt. Der Planscher in die Ringecke. Ausgehoben von Harras. In die Grätsche, in den Big Boot. Beide Beine eingehakt, aber nur für zwei. Reicht nicht. Das reicht nicht. Du führst mich nicht vor.
Na komm. Was machst du, Junge? Was machst du? Aber auch aus der Unterlage kämpft sich Elia Blumen hier wieder zurück. Aber da kann er nichts machen. Und euer klappt zusammen. Elbow Drop für das Cover. Beide Beine wieder eingehakt, aber wieder nur 2,5. Natürlich möchte Elia Blumen, dass sein Debüt hier so nicht zu Ende geht. Oh, das ist die Befreiung, das ist die Möglichkeit. Aber wieder nix. Außer Schulter-Tackle nichts gewesen. Jetzt nutzt das Norman Aras aus. Aber nur der Two-Count. Ja, Elia Blum zeigt, was er für ein Durchhaltevermögen hat. Gegen Norman Aras. Aber dafür kommt das wohl hier jetzt vor. Knee Drop. Direkt ins Gesicht. Wieder der Kickout. Und er dreht herum. Das wäre es beinahe gewesen. Und jetzt spürt auch Norman Aras. Er muss jetzt hier konsequent bleiben. Gegen diesen Elia Blum. Sunset Flip. Er kriegt ihn. Er kriegt ihn. Das ist es. Nein. Nur der Two Count. Oh, aber die große Lariat von Aras. Kickout! Mit dem Unterarm im Gesicht, trotzdem der Kickout. Oh. Und die passende Antwort, Elia Blum. Beide mit demselben Impuls. Dropkick von Blum. Choppen kann er, das hat er hier in der Academy gelernt. Ah, aber hier auf der Schulter von Aras, trotzdem die Befreiung. Taucht ab, dreht durch, Swinging Neckbreaker. Ab zum Cover, nein, ab nach oben. Beim Debüt darf's gerne noch mehr sein von Elia Blum auf dem Weg zum Top Rope. Hochrisiko im Debütmatch, um hier vielleicht den Sieger einzufahren und Norman Aras eine empfindliche Niederlage beizubringen. So kurz vor der 60-Karat-Gold-Season. Aber der rollt zur Seite. Kommt reingesprungen mit dem Uppercut. Und das ist zu viel. Das war zu viel vom International Superstar. Der Sieger durch Pinfall, die International Superstar, Norman Aras. Das gibt es nicht. Das war eine Sache zu viel. Er wollte es richtig machen, Elia Blum. Aber Norman Aras mit seiner Erfahrung, mit seinen Titelregentschaften hier ein Schritt weiter vorne. Aber das Debütmatch wird nicht das letzte Gewinn sein. Aber da sollte man trotzdem
Leider war er in seinem Debüt nicht erfolgreich, richtig. Aber einen aufbauenden Applaus für Lia Blue! So sieht's aus, und wenn ihr auch mit in den Ring wollt, dann schreibt euch ein bei wrestling-academy.de. Findet ihr alle Informationen, wie ihr eure ersten Schritte im Ring machen könnt und dann euer Debüt feiern könnt. Hoffentlich nicht so, wie wir gegen Robin Haas. Eine starke Leistung von Lia Blue! Über die Jahre ist die WXW Wrestling Academy dafür bekannt geworden, dass sie mittlerweile eine Anlaufstelle ist für Athleten und Athletinnen aus der ganzen Welt. Deshalb so auch im nächsten Match. Das nächste Match ist ein Singles-Match angesetzt für einen Fall. Sie kommt aus Tel Aviv, Israel, Gaia Glass. Und Gaia Glass hat als Athletin ihren Lebensmittelpunkt mittlerweile nach Essen verlagert. Eine Geschichte, die wir schon einmal gehört haben. Wir erinnern uns, ich rufe ihre Gegnerin. Sie kommt aus Polen. Sie ist Diana Strong. Diana Strong gegen Gaia Glass. Hier und jetzt in der WXW Academy zwei Athletinnen, die aufeinandertreffen werden. Vielleicht die nächsten Schritte zu machen. Gaia Glass, die ihr Lebensmittelpunkt nach Essen verlagert hat. Aus Tel Aviv nach Essen. Jetzt hier lebt. Ähnlich kennen wir die Geschichte. Ihr erinnert euch sicher an Killer Kelly aus Portugal nach Deutschland. Hier die große Karriere gestartet in der WXW als erster WXW Women's Champion. Und hier vielleicht die nächste Generation. Diana Strong mit Problemen gegen Gaia Glass. Wird hier in die Ecke gedrängt. Muss jetzt einen Weg finden, in die Öffnung, in dieses Match zu finden. Aber im Moment ist es Gaia Glass, die Diana Strong zum Reagieren zwingt und deshalb auf der, dachte, besseren Seite steht. Aber da wird sie gefangen im Headlock. Aber hier kann niemand jetzt den ersten, die erste Attacke vollenden. Stattdessen erneut der Headlock, Kontrolle über die Gegnerin zu gewinnen. Ich hoffe, hier zerbricht nicht das Tafelsilber. Gaia Glass auf die Matte. High Kick, aber der wird geblockt. Stattdessen Diana Strong. Ja, so sieht's aus. Der Name ist Programm. Aber Gaia Glass will hier nichts anbrennen lassen. Und schafft einen Two-Count gegen ihre Kontrahentin. Nah am Seil, trotzdem das Cover, aber für zwei Kick-Out. High Kick. Und der Leg Sweep, der sitzt. Was hat sie jetzt? Vielleicht eine Senton? Oder nein, noch besser! Mit vollem Schwung. Aber trotzdem der Kick-Out von Diana Strong. Natürlich auch die WXW Academy, wie angesprochen, ein Anlaufpunkt für die Athleten und Athletinnen überall rund um den Globus. Schöner Suplex von Diana Strong. Aber auch die Nachwuchsriege hier in Deutschland der WXW soll in Zukunft natürlich wieder Athletinnen hervorbringen. So wartet jetzt dann natürlich die Frage, wer wird hier bleiben können? Wer wird hier bestehen? Two Count. Im Moment sieht es besser aus für Gaia Glass. Die wird alles daran setzen, ihre Rivalin zu besiegen.
kann ja schon von sowas wie Heimat sprechen. Bulgaria Glass! Und auch diese Aktion findet ihr Ziel. Das war einfach. Aber warum muss es immer kompliziert sein? Sie konnte sie nicht sehen, Diana Strong. Und dann in die Matte reingehämmert von Gaia Glass. Springt aber jetzt hier in die Arme. Dass sie stark ist, hat sie gezeigt. Was für ein Backbreaker. Und der Dropkick. Nur für zwei. Jetzt hat sie zwei wuchtige Aktionen ins Ziel bringen können. Und wir haben gesehen, wozu Gaia Glass in der Lage ist. Also heißt es dranbleiben. Oh. Enzo Igiri, die Befreiung. Sie bleibt hier on top. Und Enzo Igiri sich die Möglichkeit erkauft, hier weiter nachsetzen zu können. Und da habe ich schon gesehen, der rechte Arm im Seil verhindert hier den Whip. Der Chop muss es richten. Aber der Reversal von Diana Strong, Clothesline. Nummer 1 geduckt. Oh. Nummer 2 von Gaia Glass und ab auf die Schultern zum großen Shumbo-Drop. Nur für 2. Das war jetzt die nächste große Aktion von Diana Strong, mit der sie das Match, das Ruder wieder herumreißt. Und sie versucht es nochmal. Warum nicht? Ihre stärksten Karten ausspielen. Was hat Gaia Glass vor? Das gibt's nicht! Und da scheppert's im Gebälk! Die Siegerin durch Pinfall, Gaia Glass! Gaia Glass lässt hier die Träume von Diana Strong zerschellen! Die Dame aus Tel Aviv gewinnt hier ihr Match gegen die Kontrahentin und fährt einen großen Sieg jetzt hier und heute ein bei WXW Academy Live Volume 2, Gaia Glass. Sie ist die Siegerin, Gaia Glass! Damit natürlich nicht genug aus der WXW Academy. Und wem das hier gleich nicht mehr reicht, für den haben wir noch viel mehr. WXW Now, das deutsche Wrestling-Streaming-Portal seit 2016. Was wir anbieten? Das hier. Alle WXW-Events seit 2005. Aleister Blacks Abschied von WXW haben wir. Adam auch das haben wir. Die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen von Europas größtem Wrestling-Festival zu werfen, auch das gibt's nur bei uns. Egal ob Dokumentation, Original Content, Wrestling Events oder Fremdpromotions, hier gibt es Wrestling aus der ganzen Welt. Du kannst deine Lieblingsmomente nochmal erleben und Legenden für immer in Erinnerung behalten. Über 1700 Stunden an Content. Jetzt anmelden und nichts mehr verpassen. Für nur 9,99 € monatlich und jederzeit kündbar. wxwnow.com. Vor ein paar Wochen waren sie noch im Käfig. Heute konnten sie sich nicht nehmen lassen, hier anzutreten. Das nächste Match ist ein Tag Team Match, angesetzt für einen Fall. Zuerst aus Wasserburg, Don Sheen, aus Hanau, Alex Duke, die Poster Boys.
Ich rufe Ihre Gegner. Was wäre ein Academy-Event ohne Team Academy? Selbst nach der Käfigschlacht. Aus Osnabrück, Aniel Marek, aus Wien, Österreich, Coach Robert Reisker, das Team Wrestling Academy. Poster Boys lauern schon. Das schon die befestern hier noch die Seile ein bisschen. Don Sheen mit den langen Haaren. Ja, mach mal schneller. Und Alex Duke. Ja, deswegen ist er auch keine Qualität. Oh, das ist so gut. Meine Güte. Stimmt, die Hosen sind schick. Aber Team Academy, Robert Reisker, der Coach, Daniel Marek müssen natürlich wieder in den Fokus kommen. Nach Back to the Roots, nach der großen Käfigschlacht, wo sie beide geschlagen wurden. Von Heisenberg, Maggot und natürlich Baby Allison. Aber genug des Hexenwerks, jetzt wenden wir uns diesem Tag-Team-Match hier in der Academy zu. Ja, es wird nicht mehr viele Academy-Events hier geben in Katernberg, weil es wird umgezogen im Sommer. Aber so lange bleibt das hier das Territorium, natürlich vom Coach höchst selbst, Robert Reisker. Wenn ihr noch dabei sein wollt, dann könnt ihr das natürlich tun. Bei WXW Wrestling Academy Volume 3, live auch hier, sichert euch die Tickets. Wo spricht man den Duke aus? Doch ein paar Mal so oft auf den Kopf gefallen, unser Don Sheen. Ich hoffe, er weiß, wie man das schreibt. Der Duke. Aber er ist sicherlich nicht der Duke of Katernberg hier. Nach dem Shoulder Tackle vom Coach von Robert Reisker. Ah. Warum schwierig, wenn es auch einfach geht? Oh, aber das ist natürlich dann die Befreiung für die Poster Boys. Und da wird er geplattet. Der lebensgroße Starschnitt von Don Sheen, aber er setzt tatsächlich hier den Headlock an. Ja, hat er recht. Das kann man ihm nicht nehmen. Der Ellbogen ist oben. Auch zum zweiten der Ansturm gestoppt. Okay, ich bin gespannt. Lass knacken. Oh, der tritt auf den Fuß. Aber nicht mit Robert Reisker. Aber ist der Fokus jetzt da von Daniel Marek? Ist er? Bulldog! Aber nur für zwei. Zum ersten Kampfversuch direkt diesen fauligen Geschmack der Käfigschlacht loszuwerden. Nicht unbedingt durch das Getränk der Poster Boys zu ersetzen, sondern durch einen Sieg gegen eben jene. Das wäre natürlich gut. Ich denke, dass Robert Reisker auch
ein Wörtchen mitzureden hatte, dass sie dann hier antreten, hier im eigenen Wohnzimmer, hier wieder zurück mit einem Erfolg ins Jahr 2022 starten. Die Road to 16 Karat Gold, die beginnt in Bielefeld. Dann ist es schon bald März. Das größte europäische Wrestling-Turnier wird seinen Lauf nehmen in Oberhausen, in der Turbinenhalle. Natürlich wollen an dem Wochenende auch Anil Marek und Hubert Reiska Eindruck hinterlassen. So wie jedes Jahr. Shoulder Tackle von Don Sheep. Jetzt gegen Anil Marek, erfolgreich. Leapfrog. Aber stattdessen, da war er zu spät dran. Anil Marek geht raus, sammelt sich. Die Käfigschlacht ist noch nicht vergessen. Ja, Wechselangebot, aber Anil Marek möchte es selber richten. Da war ein bisschen spät dran. Oh! Oh Gott, das ist die Schöpfung für mich! Ab geht's! Aber nicht mit Anil Marek! Armbreak Nummer 2 sitzt! Auch der Dropkick sitzt, aber er geht zum Cover, nicht der Wechsel. Nur für 2. Ja, stimmt. Aber er nimmt ihn so von der Matte auf, dass er ihn in die eigene Ringecke buxieren kann, in die Team-Ecke. Wechsel, Double Team von Team Academy. Der Back Elbow sitzt in doppelter Ausführung. Wird hier abgestempelt, der Don Sheen. Das ist die Urgewalt von Robert Reiska. Jetzt hier alles unter Kontrolle hat. Und auch die Ringübersicht hat. Ein noch, Reiska, gib ihm! Und das haben sich genauso ausgerechnet. Alex Hugh und Don Sheen. Anders wechseln Sie. Egaler Wechsel. Jetzt der Wechsel gemacht. Und wieder der Wechsel. Jetzt verlagern es die Poster Boys in ihre Ecke. Nageln Robert Reiska in ihrer Teamecke fest. Wechsel, ausgewählt mit dir. Anil Marek kann nur zuschauen. Sicherlich steckt auch, selbst nach einigen Wochen, Robert Reiska noch die Käfigschlacht in den Knochen und auch im Kopf. Und auch der sitzt. Und jetzt muss der Fokus da sein. Robert Reiska hat den Wechsel geschafft. Slingblade von Marek für ein Two-Count. Oh, das sah nicht gut aus.
Das sah gar nicht gut aus. Wir haben vom Fokus gesprochen. Wir sind geleitet, Team Academy, wieder das Match gegen die Poster Boys. Aber Nilmarik findet auch hier wieder in die Spur zurück. Der Zug ist noch nicht komplett entgleist. Oh! Und jetzt! Jetzt hat er ihn! Macht er den Sack zu! Nein, leider nicht! Oh! Was war das denn? Schlag von außen! Die Clothesline! Ja, hier wird genau drauf geachtet von Markus Weiß. Wieder Dodgin mit der Kontrolle. Egal. Sieht's aus. Aber Robert Dreisker spürt auch, Marek braucht die Fans. Oh! Aber auch das lässt Marek in den Back Elbow springen, aber der Two Count. Kick out bei zwei von Marek. Möglich. Wieder geht's in die Ecke der Poster Boys. Du musst da raus, komm! Ja, doch! Aus dem Weg mit dir, komm schon! Aber hier muss der Wechsel kommen. Aber er kommt nicht! Dreisker hat es vorhin geschafft, genau aus so einer Situation rauszukommen. Oh, immerhin der Kickout. Aber die Lebenslichter schwinden bei Team Academy. Marek mit Problem. Und das gefällt dem Coach natürlich nicht. Oh, aber ist es das Ende? Es wär's gewesen. Wäre der Coach nicht eingeschritten, aber keine Zeit, hier das Handtuch zu werfen. Auch die Aktion der Poster Boys, absolut berechtigte Tat hier in diesem Tag Team Match von Robert Dreisker. Jetzt will er es sehen, jetzt will er sehen, wie Marek kämpft. Jetzt will er den Wechsel. Auch hier wieder legaler Wechsel. Wechselseil wurde berücksichtigt. Und Dodgin übernimmt wieder das Zepter. Oh. Und die Befreiung von Marek. Dodgin stürzt aus dem Ring. Ja, der trinkt heute nur noch Robbie Bubble. Und es ist der Wechsel, tatsächlich. Robert Dreisker entfesselt. Was ein Backbody-Drop. Jetzt wird abgerechnet. Und nachbestellt wird nicht. Fallaway Slam.
Oh, da ist wieder. Oh. Unheilend rot. Was für eine Missetat. Und bis in die Hand, der beißt ihm in die Finger. Aber du sitzt. Duke rettet hier seinen Partner Don Sheen vor der Niederlage. Diesen wunderschönen Death Valley Driver. Und immer noch Andy Marek. Er kämpft sich wieder auf die Beine. Die Close Line sitzt leider nicht. Stattdessen das Heini. Vom Duke. Kein Wechsel. Wechsel wäre möglich gewesen. Aber lieber Robert Reiske, der das Ganze jetzt hier beenden will, mit der Avalanche plättet er ihn. Don Sheen mit großen Problemen. Denn Robert Reiske wirft die Eismaschine an. Volltreffer mit der Reiske-Bomb. Die Sieger durch Pinfall, Anil Marek und Coach Robert Reisker, das Team Wrestling Academy. Die coolen Posterboys zerschmettert von Robert Reisker, dem Coach. Wechsel hätte er machen können, aber er weiß ganz genau, wie es um Anil Marek steht. Und dann hat er es am besten gleich selbst erledigt. WXW Wrestling Academy, seid ihr bereit? Ja! Denn es ist an der Zeit für unseren Main Event. Und es geht um den neuen Nummer 1 Herausforderer auf den WXW Wrestling Academy Cup. Dieses Match ist ein Battle Royal. Teilnehmer Nummer 1, Jacob Crane, Ricky Sky, Oscar. Der Alpha Kevin. Echo und Kilo. Aus Alexandria. Majek. Und ich rufe den letzten Teilnehmer. Damit haben wir sie alle beisammen für die große. Er kommt aus München. Es ist Feas Aguilar. Damit haben wir sie alle beisammen für die große Battle Royale. Die Number One Contendership auf dem Weg zur Academy Cup. Feas jetzt auch im Ring. Die, die sich qualifizieren mussten und qualifiziert haben. Natürlich Majek, der auch jetzt hier im Ring steht. Aber der Vorteil natürlich für Echo und Kilo als Tag Team. Geht so relaxed rein, da ist Kilo sogar mit den Händen in der Hosentasche zum Entrance gekommen. Mal zu den Regeln. Alle Männer starten hier beim Ringgong. Es ist alles möglich. Die einzige Regel, übers oberste Seil geworfen werden, mit beiden Füßen den Ringboden berühren. Das eliminiert dich und das wäre jetzt hier fast mal passiert. Oh.
Merk, wo kommt Jacob Crane denn jetzt wieder her? Sehr geschickt von ihm. Ich habe über das oberste Ringseil gesprochen und mit beiden Füßen den Hallenboden berührt. Fayers versucht hier alles. Während hier Echo und Kino von Project Justitia alle Möglichkeiten haben, das entspannt anzugehen, aber nicht mit dem Alpha Kevin, der die Punches austeilt. Tag Team Kollision. So war das nicht geplant. Und Fayers beinahe die von Oscar eliminiert. Ja, die Chops gehen auch durch die Weste. Der Alpha Kevin noch die zweite Luft. Hat er! Zum Unglauben von Kilo. Und dann gibt's den Handschlag. James Bond wäre neidisch. Was ist das? Da geht er raus! Nein, 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 nein. Angezeigt. Füße haben nicht den Hallenboden berührt. Und oh nein! Der Alpha Kevin wurde eliminiert. Ein Fuß ist auf dem Boden. Aber dafür! Echo und Kilo wurden beide eliminiert. So sieht's aus. Beide raus. Das hat sich damit dann schon mal erledigt. Keine Rachegewisse von Ricky Sky mit Fayers beschäftigt, während außerhalb noch diskutiert wird. Was macht Fayers denn da? Der geht hier die Wand hoch. Was ist das? Aber das hilft ihm nicht. Ein Slam inmitten des Rings, während hier noch der Alpha Kevin mit Project Justitia diskutiert. Oh, was für Schreie von Fayers. Da hat der Rücken wohl zugemacht. Nach diesem Suplex. Also drei Männer raus. Wer wird der Letzte sein? Wie gesagt, der große Kampf um den Academy Cup, der lockt natürlich. Den Pokal möchte man natürlich mitnehmen. Wird Jacob Crane jetzt hier rausgeworfen? Nein, er kann sich im Seil und Oscar verbeißen. Aber Verbissenheit, das zahlt jeden Wrestler. Zeichnet jeden Wrestler wohl aus, der es hier hinten schon mal geschafft hat in die WXW Academy und dann eben in die Hauptveranstaltung der WXW. Eines Tages dann bei 60 Karat Gold zu den 16 besten Wrestlern der Welt zu gehören. Oder auch natürlich bei Ambition mit dabei zu sein. Das will jeder. Aber dafür muss man durch die harte Schule gehen. Und ein wichtiger Eckstein, ein wichtiger Meilenstein, das wäre nicht nur der Sieg hier, sondern eben dann der Kampf um den WXW Academy Cup. Big Boot von Mike. Was macht der denn da? Ist der völlig durchgedreht? Da hat er wohl einen Gegner vermutet, der nicht da war. Und Oscar. Und Mike. Was für eine Battle Royale.
Majek ist raus. Majek wurde eliminiert. Dann bleibt es bei Oscar. Pretty Ricky Sky. Mit seinem 5-Sterne-Schnurrbart. Jacob Crane oder Fayers. Wer wird's sein? Ist vielleicht ja gerade der falsche Zeitpunkt für so eine Grundsatzdiskussion. Ja, auch eine Art des Kräftemessens. Vielleicht sollte man Jacob Crane mal fragen, welcher Slam stärker war. Schon nicht schlecht, schon nicht schlecht, Fayers. Und jetzt soll er raus, aber gefährliche Position auf dem Ringrand. Trotzdem kann sich Fayers hier nochmal befreien. Jacob Crane geschlagen, aber da ist Stiles. Fayers Aguila wurde eliminiert. Fayers von Ricky Sky eliminiert. Gibt's doch nicht. Jetzt sind es nur noch drei. So schnell kann's gehen. Die beiden Big Boys wollen es jetzt wissen. Oh, oh, da ist er draußen. Nein, aber nicht ganz. Und das, oh, das kann das Ende für Oscar sein. Das wollen die Fans hier gar nicht sehen. Ei, ei, ei. Und jetzt hat Jacob Crane im Hintergrund die Möglichkeit. Double Dropkick und das Ding ist gegessen. Und er gewinnt das hier. Mit einem tollen wirtschaftlichen Prinzip. Minimaler Einsatz, maximaler Ertrag. Mann, er robbt sich da hin, während... Oh! Jetzt Oscar die Finger löst. Die Gefahr droht immer noch in Form von Jacob Crane und da kommt sie auch. Oh ja, es war ein Single Leg Dropkick. Ricky Sky wurde eliminiert. Aber das ist legal, es zählt nur. Geht's über sowas zu sein und damit beiden Füßen auf den Elbow. Jacob Crane jetzt mit der Möglichkeit. Er muss ihn nur noch vom Ringrand buxieren, den Oscar. Aber der hat den langen Stiefel, der und den langen Atem. Beste Chancen für Oscar. Oh. Tiefschlag. Tief stapeln. War nie das Ding von Jacob Crane, aber tief schlagen anscheinend. Jetzt feiert er sich hier für diesen Tiefschlag. Aber gekontert! Und Crane ist raus! Er ist der letzte Mann im Ring und damit der Sieger dieser Battle Royale. Gewonnen. Oscar ist der neue Number One Contender. Wunderbar gemacht. Und wenn ihr mit dabei sein wollt und erleben wollt, wie diese Schlacht um den Weg wie Academy Cup ausgehen wird, könnt ihr das er tun. Er ist sicher der noch neue Nummer 1 Herausforderer auf den Weg wie Wrestling Academy Cup. Oscar. Sicher noch
euch die Tickets, schaut rein auf Facebook, Instagram und Twitter. Das war's aus der WXW Academy. Mein Name ist Sebastian Heumichel und ihr könnt auch Teil der WXW Academy sein, wenn ihr bereit seid, in den Ring zu steigen. Lasst es uns wissen und kommt her und trainiert für euer Debüt im WXW Wrestling Ring. Bis zum nächsten Mal bei WXW Wrestling Academy Volume 3. Da. Niemand hat ihn rausgeworfen bekommen. Er ist der neue Nummer 1 Herausforderer, Oscar! Ja! Und auf den Kampf freuen wir uns. Oscar hat's geschafft. Top off the car like a toupee. I see all the new hate but love from your boo face. Some love me like Cool J. I show up where you stay. Nobody is meant to keep up. I've been working, I'm keeping my energy up. No interception, I'm sending it up. Like I'm drinking and driving, I'm pressing my luck. Walking around like your feather is tucked. That is post on the court like I'm checking it up. We fly with the birds, but the rest of them ducks. We all know that you lie, but I guess you...